Kurz vor dem 8 ist heute Morgen ist die Polizei im Lindenhof einmarschiert und hat eine klare Ansage gemacht, dass der Platz geräumt werden muss. Wir geben Ihnen hierfür 20 Minuten Zeit. In dieser Zeit können Sie den Platz ohne Kontrolle oder Verzeihung verlassen. Die Uhr läuft und mit gemütlicher Morgenstimmung ist es definitiv vorbei. Und die 20 Personen verlassen den Lindenhof innerhalb des Ultimatums. Darunter auch der Peter, der es gerade noch in letzter Sekunde schafft. Und dann war das die 20 Minuten schon rum und dann haben sie einfach mit dem Zelt umgerissen. Und dann fand ich, ich will nicht, dass es kaputt geht, oder? Kann ich das schnell selber machen? Und dann haben sie gesehen, ich mache das. Und dann haben sie gesagt, ja gut, sie können auch das jetzt einfach nehmen und dann raus fertig packen. Und dann habe ich halt die Chance genommen. Unsimperlich und effizient schreiten die Beamten nach 20 Minuten zur Tat. Die Lage bleibt friedlich, auch wenn Hektik in der Luft liegt und es zu Verhaftungen kommt. Die hartnäckigsten Aktivisten bilden einen Kreis, versuchen so lange wie möglich zu bleiben. Wer einmal aus der Polizeisperre raus ist, kommt nicht mehr rein. Es war abgesperrt, also man hat mir zuerst nicht hier raufgelassen, auch für Helfen zu räumen. Und nach langem Hin und Her habe ich es gleich geschafft, dass wir hier rauf können. Und jetzt da, ein paar Sachen noch retten. Stressig, ungewohnt, gewaltbereit für diesen Ort. Also, ich habe es nicht schön gefunden. Nach dem heutigen Morgen kehrt auch für die Anwohner wieder Ruhe ein. Wir sind am Anfang eigentlich fast ein bisschen begeistert dafür gewesen. Wie man denkt, sie haben ein sehr reales Anliegen. Man muss ja etwas unternehmen gegen die Auswüchse, die die Banken und der Kapitalismus zum Teil. Und dann haben wir haben sogar unterstützt. Wir haben eine Decke gebraucht, wir haben einen Kaffee gebraucht. Aber der Lindenhof sei kein Ort für so eine Besetzung. Aus Sicht der Polizei ist die Räumung gut verlaufen. Ja, wir hatten rund 30 Personen, die passiven Widerstand geleistet haben. Die mussten zum Teil weggetragen werden von den Polizistinnen und Polizisten. Aber es ist zu keinen nennenswerten Zwischenfällen gekommen. Und ich kann sagen, die Aktion ist genauso über die Bühne gegangen, wie sie geplant worden ist. Die Verhafteten werden befragt und mit einem 24-stündigen Rayonverbot für einen Kreis 1 belegt. Bussen bis 500 Franken sind ebenfalls möglich, aber noch nicht festgelegt. Trotz der Räumung lohnt sich die Occupy-Aktivisten aber nicht entmutigen. Ein nächstes Camp ist beim Staufacher aufgebaut und von der offenen Kirche toleriert. Eine weitere Polizeiräumung ist also nicht in Sicht.